Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir befinden uns hier am Franz-Josefs-Bahnhof. Der Grund dafür ist dieser Zug hier hinter mir. Seit Dezember 2022 gibt es wieder internationalen Zugverkehr auf der Franz-Josefs-Bahn. Bevor wir in den Zug einsteigen, ein paar Worte zur Entwicklung vom internationalen Verkehr auf der Franz-Josefs-Bahn. Ursprünglich konnte man von hier nach Berlin fahren. In den Mitte der 1990er Jahre wurde der letzte internationale Zug Richtung Prag von hier eingestellt. Beziehungsweise verkehrten seitdem die internationalen Züge auf der Nordbahn. Zwischen 2005 und 2009 gab es wieder internationalen Zugverkehr, allerdings nur in der Relation Pilsen bzw. Budweis. Danach bis zum Grenzbahnhof Cseh-Kwelenice. Seit Dezember 2022 gibt es wieder internationalen Verkehr nach Prag, und zwar diesen Zug, den wir hier sehen. Dieser verkehrt täglich ab 9 in der Früh, und Samstag, Sonntag und Feiertag gibt es zusätzlich um 15 Uhr einen Zug nach Prag. Der Zug verfügt auch über einen Waggon der ersten Wagenklasse. Diese kann man in Österreich mit dem Ticket für die zweite Klasse benutzen. Werfen wir einen Blick in den Zug hinein. Der Zug verfügt, wie man hier sehen kann, über einen Abteilwagen. Weiters gibt es noch einen Abteilwagen. Zusätzlich verfügt der Zug hier über einen sogenannten Großraumwagen. Weiters gibt es einen sogenannten Mehrzweckwagen mit Gepäckabteil und Fahrradabstellplätzen. Und zu guter Letzt kommt der Waggon der ersten Wagenklasse. Ebenfalls ein Abteilwagen. Der Zug hält übrigens nicht nach dem Haltemuster der üblichen Rex-Züge, und deswegen fahren wir hier unter anderem in Absdorf-Hippersdorf durch. Am Gegenübergleis verlässt soeben in Vitis der Samstag-, Sonn- und Feiertag-Gegenzug von Prag den Bahnhof Richtung Wien. Nach 2 Stunden und 12 Minuten haben wir Cseh-Kwelenice erreicht. Hier wird umgespannt. Ab hier geht es mit der Dieseltraktion weiter. Wir waren im Oktober letzten Jahres in Prag. Da sind wir auch hier über Cseh-Kwelenice angereist. Damals allerdings gab es noch nicht die Direktverbindung. Ein Blick in den Bahnhof von Cseh-Kwelenice, der unter anderem sogar noch über ein Bahnhofsrestaurant verfügt. Zwischen 1868 und 1870 wurde die Franz-Josefs-Bahn gebaut. Hier, dieser Bahnhof Cseh-Kwelenice, war ursprünglich der Bahnhof von Gmünd. Der Bahnhof von Cseh-Kwelenice mit dem Hauptplatz von Gmünd war zwischen 1907 und 1916 mit einem O-Bus verbunden. 1918 erfolgte die Gründung Tschechiens, und grenznahe Gebiete, wie zum Beispiel hier der Bahnhof, wurden Tschechien zugesprochen. Seit 1922 heißt der Bahnhof hier eben Cseh-Kwelenice. Das bedeutet so gut Deutsch Böhmisch Wiedlands. Und das hat absichtlich keinen Bezug zur Gmünd. 1938 bis 1945 war der Bahnhof Cseh-Kwelenice bzw. diese Gebiete hier nochmal Gmünd zugesprochen und hatten den Ortsnamen Gmünd 3. Im Jahr 1922 wurde an der jetzigen Stelle, wo der Bahnhof Gmünd Niederösterreich steht, der ja auch gleichzeitig sozusagen das österreichische Ende der Franz-Josefs-Bahn markiert,
die Haltestelle Gmünd-Stadt errichtet. Plus Anlagen für die Schmalspurbahn, die jetzt noch dort wegfährt. Die hat nämlich früher hier ihren Ausgang genommen. Konkret handelt es sich bei der Schmalspurbahn um die heute als Waldviertler Schmalspurbahn bekannten Linien nach Heidenreichstein, Litschau und Groß-Gerungs. Wo hier allerdings genau die Schmalspurbahn losfuhr, lässt sich heute nicht mehr eruieren. Bemerkenswert ist bei der Geschichte allerdings, dass zwar die Bahn, wie gesagt, dann ab Gmünd in Niederösterreich losfuhr, die Werkstätten und das Heizhaus allerdings hier weiterhin in Czeske-Velenice waren. 1945 wurden dann auch hier die restlichen Bahnanlagen der Schmalspurbahn, sprich das Heizhaus und die Werkstätten, geräumt und nach Österreich verlegt. 1946 erfolgte dann die Umbenennung der Station Gmünd-Stadt in Gmünd-Niederösterreich, so wie es heute noch heißt. Und 1950 erfolgte schließlich die Errichtung und Eröffnung der jetzigen Bahntrasse zwischen Gmünd-Niederösterreich und Böhmzeile. Hier können wir uns vielleicht noch mal kurz einen Überblick verschaffen. Wir sind hier. Das ist der Bahnhof von Czeske-Velenice. Das war ursprünglich der Bahnhof von Gmünd. Hier befindet sich jetzt der neue Bahnhof Gmünd-Niederösterreich, der zuvor Gmünd-Stadt hieß. Das hier ist die Schmalspurbahn, die ursprünglich hier einen Ausgang nahm. Und das, wie gesagt, ist Czeske-Velenice, hier der Verlauf der Grenze und hier Gmünd, beziehungsweise hier ungefähr ist der Hauptplatz, bis wohin der Opus seinerzeit unterwegs war. Ein Schwenk mit der Kamera zur Orientierung. Wir kommen von dort vorne, da waren wir jetzt gerade Mittagessen. Hier, da sieht man das Viadukt der Franz-Josefs-Bahn. Diese Richtung geht es zum Bahnhof, von dort sind wir ursprünglich gekommen. In diese Richtung geht die Straße Richtung Gmünd-Böhmzeile bzw. zum Grenzübergang. Und in diese Richtung, in die wir jetzt gehen, fuhr einst die Schmalspurbahn. Als Erinnerung an den eisernen Vorhang, der einst West- und Osteuropa voneinander trennte, hat man auf der ehemaligen Trasse der Schmalspurbahn diese Zäune aufgestellt. Die Leinsitz bildet hier die Grenze zwischen Österreich und Tschechien. Und jetzt schauen wir noch einmal zurück nach Tschechien. Links im Bild erkennt man das C. Hier befinde ich mich noch in Tschechien. Und nun habe ich die Grenze überschritten und bin wieder zurück in Österreich. Hier zu sehen der Gleisabschluss vom sogenannten Gleisdreieck der Waldviertler Schmalspurbahn. Und wenn ich hier mit der Kamera nach oben schwenke, hier hinten ungefähr zu sehen das Areal vom Bahnhof Gmünd. Die Schmalspurbahn fährt einerseits hier, man kann es jetzt wahrscheinlich nicht erkennen, unten durch Richtung Groß-Gerungs, beziehungsweise geht es da hinauf Richtung Gmünd, Niederösterreich, beziehungsweise da hinten herum, das erkennt man jetzt nicht, fährt die Schmalspurbahn Richtung Heidenreichstein und Litschau. Wir stehen nun kurz vorm Ende der Waldviertel-Schmalspurbahnen, beziehungsweise vom Bahnhof Gmünd, der hier vor uns zu sehen ist mit dem Lagerhaus. Dieses Gleis ist die Strecke von Groß-Gerungs. Dieses Gleis ist die Strecke nach Heidenreichstein bzw. Litschau. In diese Richtung geht es Richtung Zentrum von Gmünd. Und hier nochmal die zuvor angesprochene Teilung der Strecke. Am Stadtplatz Nummer 2 von Gmünd gibt es diese Erinnerungstafel an den Opus, der einst den Bahnhof mit der Stadt verband. Wenn man im Waldviertel ist, muss man natürlich auch etwas mit Mohn essen. In meinem Fall hier ein Stück Waldviertler Mohntorte. Bevor wir unseren Weg zum Bahnhof machen, noch ein schneller Blick auf den Stadtplatz von Gmünd.
vor uns im Bild der Bahnhof Gmünd Niederösterreich. Man kann hier die Holzgüterwaggons erkennen. Wenn ich mich links mit der Kamera drehe, sieht man den Billa Plus. Das ist aber nicht der Sinn der Übung, warum ich das hier zeige. Hier befanden sich einst die Zugförderungsanlagen der Normal- und der Schmalspurbahn. Wenn ich mich jetzt nach rechts drehe, kann man hier schon im Hintergrund, ich zoome das mal her, die neue Abfahrtshalle der Waldviertel-Schmalspurbahnen erkennen. Vor uns im Bild ist nun der Normalspurbahnhof zu erkennen und rechts nochmal der Blick auf den Bahnhof der Schmalspurbahn, die auch einst schon hier wegfuhr und man musste immer schon die Straße überqueren. Das Positive ist, früher gab es hier nicht so einen wunderschönen Bahnhof. Das Negative ist, es gibt hier leider nur mehr touristischen Saisonverkehr. Mit einem Blick auf die Bahnsteige vom Bahnhof Gmünd in Niederösterreich möchte ich mich für heute verabschieden. Ich sage danke fürs Schauen vom Video und bis zum nächsten Mal. Baba.